Passend zur Weihnachtszeit gibt es heute wieder mal einen Make-up-Tutorial und zwar zeige ich euch heute, wie ihr diesen Look ganz einfach nachkreiert. Also, falls ihr das haben wollt, dann dranbleiben! Ihr startet zuerst mit einer Foundation. Ich habe hier Chanel Perfection Lumiere verwendet und das Ganze trage ich gleichmäßig auf. Als Eyeshadow Primer verwende ich hier einen von Urban Decay, eine neutrale Farbe und trage die auf. Im Anschluss könnt ihr schon mit dem ersten Lidschatten beginnen und zwar ist das die Farbe Strange von der Naked 3 Palette und trage die ebenfalls gleichmäßig mit einer großen Brush auf. Die erste Farbe für die äußeren Augenwinkel ist die Farbe Nuna von der Naked 3 Palette und die verblende ich in den Augenbrauenbogen hinein. Das Ganze müsst ihr wirklich sehr gut verblenden, bis es in etwa so aussieht. Die nächste Farbe ist die Farbe Mugshot, ebenfalls von der Naked 3 und die verwende ich einfach, um das Ganze etwas schöner miteinander zu verblenden. Die Farbe Trick ist nur ein kleines Highlight, das setze ich auf die Mitte des Lids und da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr Farbe davon nehmen, da sie sehr leicht ist. Glitter ist natürlich auch wichtig für den Weihnachtslook, deswegen verwende ich hier ein Golden Glitter von Inglot. Das Ganze könnt ihr einfach mit einem Alkohol aus der Apotheke anrühren und so könnt ihr Glitzer generell einfacher auftragen. Als Eyeliner gibt es hier Aqua Cream von Make-up Forever und damit mache ich mir meinen wasserfesten Eyeliner. Ein Kajal darf natürlich auch nicht fehlen, deswegen von MAC Orpheus und das Ganze am unteren Wimpernkranz auftragen und im Anschluss verblenden. Nun kommt mein Lieblingspart, nämlich Wimpern. Ich verwende sehr gerne meinen Dare Real Mascara von Benefit und der gibt wirklich schönes Volumen und das Ganze trage ich eben links und rechts auf. Den unteren Wimpernkranz lasse ich diesmal aus und gehe gleich zum Concealer über. Das ist der Löscher von Maybelline und den verblende ich mit einem Beauty Blender, um das Ganze schön ebenmäßig aussehen zu lassen. Die Augenbrauen kommen bei mir immer zum Schluss dran, da sie am aufwendigsten sind. Wie ihr seht, habe ich eine kürzere Augenbraue und da ist es natürlich wichtig, dass ich sie möglichst natürlich ausfülle. Wie ihr sehen könnt, oh Wunder, habe ich Augenbrauen. Als nächsten Schritt verwende ich immer sehr gerne ein Bronzing Powder, diesmal eins von Art Deco und zwar ist das die Bronzing Glow Blusher Palette. Die trage ich mir auf die Wangenpartie auf und auch ein bisschen bei den Augen, um das Ganze ein bisschen zu konturieren. Für die Lippen mache ich es relativ einfach, einmal ein BB Labello und dann auch noch einen Gloss drüber. Und zwar ist das der MAC Art of Seduction Gloss, mein Lieblingsgloss, weil er ein bisschen eine Nude-Farbe beinhaltet. Und ehrlich gesagt war es das auch schon und das ist euer Weihnachtslook, relativ schnell und sieht auch ganz toll am Abend aus. Ich hoffe, der Look hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Like oder wenn ihr gleich meinen Kanal abonniert. Falls ihr das letzte Video verpasst habt, ihr wisst ja, meine Weekend-Routine wartet auf euch. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.